Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Karlchen-Knackgeschichte. Karlchen steckt im Tresor fest. Mal sehen, was passiert. Oh, komm schon, nur noch ein Stück. Oh, bisschen noch. Ach, egal. Oh Mann, ich würde so gern noch ein Stückchen von Carlas selbstgemachten Kuchen essen. Der ist so lecker. Aber er ist so weit weg. Und es ist gerade so kuschelig auf der Couch, da will ich mich nicht weiter bewegen. Oh, das muss Carla sein. Haha, da kann sie mir ja vielleicht ein Stück geben. Karlchen, liegst du schon wieder faul auf der Couch? Was soll nur mal mit dir werden? Was hast du denn, Carla? Ich entspann doch nur ein bisschen von dem langen Ausschlafen heute Morgen. Und ess was von deinem selbstgemachten Kuchen. Der ist übrigens phänomenal lecker. Bitte merk dir das Rezept, den würde ich gern nochmal essen. Mensch, Karlchen. Wenn du den ganzen Tag auf der Couch rumliegst und Kuchen in dich reinfutterst, wirst du fett. Wie, was, fett? Und wenn du weiter so fett wirst, bleibst du auch irgendwann im Tresor stecken. Oder die Handschellen werden dir zu eng. Du wirst schon noch sehen. Es wäre gar nicht schlecht für dich, wenn du mal ein wenig Sport treiben würdest. Sowas wie Joggen oder was auch immer man darunter versteht. Du weißt schon, oder? Das würde dir sicherlich sehr gut tun. Also los, Karlchen! Ja gut, aber wenn ich fett werde, ist es deine Schuld. Das kochst du auch so gut, dass ich reinhauen muss wie ein Scheunendrescher. Sieh's als Kompliment, Liebling. Alles, was du auftischst, ist so lecker, dass ich einfach alles aufessen muss. Und die Wampe ist der Beweis dafür. Ach du oller Schmeichler, du. Nichtsdestotrotz solltest du ein bisschen Sport treiben. Ja, ja, ist ja gut, Carla. Bevor ich wirklich noch im Tresor stecken bleibe, werde ich jetzt mal ein bisschen Sport treiben. Du verstehst schon. Gut, dann mache ich mich mal gleich auf den Weg und mache die Stadt unsicher. Also dann, bis heute Abend, Schatz. Bis heute Abend. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Sport. Haha, ich bin Karlchen Knack. Ich habe immer Glück beim Sport. Okay, Sport treiben, sagt sie. Ja, gut, da wäre ich schon. Die Bandido City Bank, meine persönliche Sporthalle. Sie hat immer geöffnet, wenn ich es brauche. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir doch mal anfangen. Man soll ja nicht gleich übertreiben. Erstmal ein bisschen aufwärmen und locker machen. Da werde ich zuerst mal meine Finger lockern. Na komm schon. Na komm schon, Baby. Oh ja. Yeah. Oh. Zum Glück hat die Bank heute Ruhetag. Da kann ich das Sportangebot zur Genüge ausnutzen. Okay, dann wollen wir doch mal rein in die gute Stube. Ah ja, hier ist mein Lieblingssportgerät. Gut, dann lassen wir doch mal den Zauber wirken. Na gut, dann komm mal her. Zack, hier. Bisschen rum. Oh, das war's schon. Mann, oh Mann, das ist ja dieselbe Kombination wie bei den letzten vier Malen. Lernen die nicht dazu oder wollen die ausgeraubt werden? Egal, mir soll's recht sein. Macht die Sache einfacher. So, nach jeder Sportübung erstmal eine kleine Pause. Also dann, Sesam, öffne dich. Also dann, wollen wir den Sack mal vollpacken. Mit so ein paar Gewichten trainiert sich's immerhin noch besser. Ach herrje, der stille Alarm in der Pandido City Bank wurde ausgelöst. Ich ahne schon, wer dahinter steckt. Am besten, ich schicke Hagrid mit Toni los. Ja, und dann habe ich mir geschnackt und hat gesagt, ha, du bist verhaftet. Das war sehr gute Arbeit, Kollege, sehr gut. Toni, steig ein. Hagrid, was ist denn los? Warum so eilig? Hier kam der stille Alarm von der Pandido City Bank. Jemand ist wohl eingestiegen. Also los, wir müssen hin. Alles klar, bin schon da. Toni, Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Wow, das ging aber schnell. In Ordnung. Für den Fall der Fälle habe ich schon mal auf Verstärkung hinschicken lassen. Also los geht's. Okay, das hier sollte sie sein. Luft ist rein, ja. Dort auch. Okay, Leute, los, ran hier. Geht los. Los. Da sind wir schon. Jetzt doch nicht. Psst, leise, verdammt nochmal. Wir wollen das heimlich still und leise durchziehen. Pardon, Herr Präsident, ich schwitze, ich ist mir aus der Hand gerutscht. Immer locker bleiben. Die Bank hat euch zu, da ist heute keiner da. Ja, ja, ihr habt ihr recht. Los jetzt, ganz ruhig. Also dann, DB, fang an mit dem Schweißbrenner. Es wird wohl eine Zeit dauern, bis wir da ein Loch eingeschweißt haben. Ui, ich fang sofort an. Mann, habe ich viel eingekauft. Ich wollte zwar eigentlich für Karlchen ein Abendessen kredenzen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es so viele Schnäppchen gab. Da habe ich richtig zugeschlagen. Oh,
Ich sehe gar nicht, wo ich hingehe. Da muss ich wirklich aufpassen. Oh je, Mine. Das war knapp. Ein Unfall. Schnell, wir müssen helfen. Okay, ich rufe den Krankenwagen. Und Sie leisten erste Hilfe. Wird gemacht. Okay, jede Minute zählt. St. Playmo, hallo? Was kann ich für Sie tun? Hallo, ja, hier ist eine Frau gestürzt. Können Sie schnell herkommen? Können Sie schnell einen Krankenwagen vorbeischicken? Keine Sorge, junge Frau. Hilfe ist schon unterwegs. Oh, die schönen Einkäufe. Wo bin ich? Immer mit der Ruhe. Keine Sorge. Sie sind in guten Händen. Sie hatten einen Unfall und sind böse gestürzt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich bin gestürzt. Meine Einkäufe! Was ist mit meinen Einkäufen? Keine Sorge, Ihre Einkäufe haben wir mitgenommen. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus und da werden Sie einmal gründlich untersucht. Okay, Chef. Ich denke, das sollte reichen. Ja, da ist es, das Gold. Ich bin reich, ich bin reich. Boss? Du solltest dich nicht zu früh freuen, Herr Präsident. Genau, das Gold verschwindet. Schau mal genauer hin. Hä, was meint ihr mit, es verschwindet? So, und das noch. Und du? Was, war da schon immer ein Loch? Wow, El Presidente, oje, schnell weg hier. Was, Karlchen, knack, ich glaub's nicht. Du machst mir nicht mein Gold streitig. Los, Männer, einmal rum um die Bank, ihr ist bestimmt durch ihr Tresor reingegangen. Los, los, den schnappen wir uns. Warte, Boss, mit ihm habe ich selbst eine Rechnung offen. Oh, weed, ist aber schnell. Uiui, was mache ich denn jetzt? Sie sind auf dem Weg hierher. Ach, ich hab's, ich geh einfach durch deren Loch raus. Dummköpfe. Los geht's. 1, 2, 3. Mist, ich steck fest. Ich hätte den Kuchen doch nicht essen sollen. Los, er will fliehen. Schnappt ihn euch. Oh, der kommt aber nicht weit. Oh, mon Dieu, ich glaube, er steckt fest. Los, los, schnell. Jeder nimmt dein Bein. Oui, mon Dieu, oui. Mist, ich ziehe. Los, ich. Mist. Endlich haben wir Karlchen. So lange genug gedauert. Dann bleibt er einfach im Safe stecken. Ist das lustig? Oh, wie tut der Hintern weh. Schnell, stülpt ihm deinen Sack über den Kopf. Wir nehmen ihn mit ins Geheimversteck. Los, Männer, Beeilung, Beeilung. Wir schaffen ihn ins Geheimversteck. Und dann kitzeln wir das Knackgeheimnis aus ihm raus. Nach all den Jahren. Wir kommen schon. Ist ganz schön schwer, Boss. Wie? Ist es schwer? Ich glaube, er hat zugenommen. Na, wartet. Das werdet ihr bereuen. Lass mich runter. Aua, Vorsicht, mein Hintern tut weh. Endo, wir haben euch umstellt. Was, Polizei? Nein! Flossen hoch, ey, Präsidente. Johnny, DB, wir haben euch auf frischer Tat ertappt. Haben wir euch mal wieder, hm? Seid ihr bereit für einen Einzug ins Gefängnis? So ein Mist. Verdammt. Was sag du blöd, schon wieder? Ihr solltet doch langsam wissen, dass sich still nicht lohnt. Wie oft haben wir das schon durchgekaut? Aber keine Sorge, eure Zellen haben wir extra freigelassen. Sag mal, was habt ihr eigentlich geklaut? Eine Statue? Seit wann hat die Bank denn sowas? Mal schauen, was ist das hier? Uiuiui, langsam wurde es echt eng da unten mit der Luft. Oh, danke, Toni, das war Rettung in letzter Sekunde. Was, Karlchen? Du warst deren Beute? Hab ich irgendwas verpasst? Bin ja wohl eher das Opfer, Toni. Diese Vögel da haben versucht, mich zu entführen. Ich würde gern Anzeige erstatten, wegen versuchter Entführung. Ja, klar, Karlchen, wir können die Anzeige gleich aufnehmen. Aber zuerst mal musst du mir erzählen, was du überhaupt zu suchen hast. Ich meine, die haben dich ja nicht von zu Hause aus entführt und dich dann hierher getragen, oder? Naja, es war so, ich war joggen, weil Carla meint, ich bin dick geworden. Und ich jogge ja so an der Bank vorbei und sehe, wie die da einbrechen wollen. Und ich als rechtschaffender Bürger wollte sie natürlich aufhalten. Ich wollte die Polizei rufen, aber da haben sie mir schon den Sack über den Kopf gestülpt und mich entführt. Nehmen Sie fest, Toni. Das ist gelogen. Der ganze Einbruch war Karlchens Idee. Genau. Wir haben ihn zufällig dabei ertappt, wie er eingebrochen ist. Das sind elende Lügner. Ich hatte schließlich den Sack über dem Kopf. Ich wollte nur was Gutes tun für die Stadt, Toni. Tja, ich sehe das eigentlich auch so. Karlchen hat nur seine Bürgerpflicht getan. Er wollte nur helfen. Karlchen, du kannst gehen. Die anderen, bitte abführen. Ich kann gehen? Das höre ich gerne. Carla wartet bestimmt schon mit dem Essen auf mich. Hä? Nanu? Karlchen, stopp. Was hast du da am Rücken kleben? Was? Am Rücken? Wenn's eine Spinne ist, mach sie weg. Warte, ich helf dir. Aha. Karlchen, kannst du mir das erklären? Ach, das? Wie ist das denn eingekommen? Was ist das überhaupt? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung.
Das muss von denen kommen, als sie mir den Sack über den Kopf gestülpt haben. Ja, ja, Karlchen, deine Lügen habe ich satt. Tut mir leid, aber du bist hiermit verhaftet. Oh nein, ich war doch schon so gut wie weg. Na gut, aber eine Sache noch. Toni, bevor wir ins Gefängnis fahren, könnten wir vielleicht einen Abstecher ins Krankenhaus machen? Nein, Karlchen, die Masche zieht nicht. Da bin ich schon einmal drauf reingefallen. Toni, ich mein's ernst, bitte. Was meinst du denn, Karlchen? Du siehst völlig gesund aus. Toni, muss ich dir das jetzt breit erklären? Es ist mir unangenehm. Ich hab doch im Tresor festgesteckt und naja. Jetzt spuck schon aus. Mann, mir tut der Hintern weh, okay? Ich glaube, er ist ein bisschen aufgeschrubbelt. Können wir bitte ins Krankenhaus fahren? Dir tut der Hintern weh? Das klingt ja witzig. Ich glaube, diese Ausrede würdest du nie bringen, wenn es nicht wirklich so wäre. Na gut, warte. Officer Hagrid, kannst du dich um die drei Knastvögel kümmern? Ich muss mit Karlchen nochmal ins Krankenhaus fahren. Klar, kein Problem, Toni. Die drei schaffe ich schon. Mach dir keine Gedanken. Na dann, Karlchen. Ab ins Krankenhaus mit uns. Gut, Karlchen, da wären wir. Los, raus. Okay, Karlchen, dann bringen wir dich jetzt mal zum Arzt. Aha, wie es aussieht, kommt er da auch direkt schon. So Leute, danke fürs Mitnehmen. Den Rest zum Arzt schaffe ich sicherlich alleine. Ich bin ja zum Glück halbwegs gut aufgekommen, dass ich mir nichts gebrochen habe. Okay Carla, ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir fahren gleich zum nächsten Einsatz. Bis bald! Nanu, Carla, was machst du denn hier? Nanu, Karlchen, und du? Tja, wonach sieht's denn aus? Toni hat mich mal wieder erwischt, als ich gerade Sport gemacht habe. Ach, Karlchen. Und ich dachte, du gehst wirklich joggen. Zur Belohnung wollte ich dir nämlich ein Festmahl kredenzen. Und dafür bin ich einkaufen gegangen. Allerdings habe ich dann so viel eingekauft, dass ich nichts mehr sehen konnte. Und zack, lag ich am Boden. Zum Glück haben die Leute schnell einen Krankenwagen gerufen, dass ich behandelt werden konnte. Du bist doch nicht etwa über eine Bananenschale gestolpert, oder? Das wäre so lustig, der Klassiker. Toni, was muss ich machen, damit ich Karlchen mit nach Hause nehmen kann? Nee, Carla, tut mir wirklich leid. Ich habe ihn in meinem Einbruch erwischt. Das geht leider nicht. Komm schon, Toni. Du hast doch Herz. Du kannst mich doch nicht einfach alleine nach Hause gehen lassen. Sorry, Carla, das geht nicht. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. So einfach kommt er da nicht raus. Ach, bitte, bitte, Toni. Du bist doch so mutig. Und gerecht und stark und fleißig. Willst du etwa verantworten, dass ich, eine arme, schwache Frau, alleine nach Hause gehe und eventuell noch einen Unfall habe? Ja, Toni, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Es tut mir ja wirklich leid, Carla, aber Strafe muss sein. Oh, also wenn's um die Strafe geht, das ist kein Problem. Hä, wie, was? Zu Hause herrscht so ein Saustall und das wird der alles aufräumen. Und Kuchen wird es in nächster Zeit auch nicht mehr geben. Hm, na gut, in Ordnung. Unter deiner strengen Aufsicht, Carla. Einverstanden. Da hast du nochmal Glück gehabt, Karlchen. Kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass du so eine tolle Frau hast. Sag mal, Toni, kannst du mich nicht vielleicht doch mitnehmen? Glaube, ich wäre lieber im Gefängnis, als zu Hause alles aufräumen zu müssen. Tja, vergiss es, Karlchen. Ich will mir nicht Carlas Ärger aufhalsen. Aber das bleibt unter uns, verstanden? Das könnte mich sonst meinen Job kosten. Ja, ja, schon gut, wie auch immer. Puh, Glück gehabt. Dank Carla bin ich dem Knast doch nochmal entkommen. Abonniert doch meinen Kanal hier links oben, wenn ihr wissen wollt, wie mein Abenteuer weitergeht. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Karlchen! Na dann, Freunde, ich muss jetzt aufräumen. Macht's gut.